Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu der Sendung aus dem Landrat. Heute haben wir verschiedene Themen. Wir fangen gerade mit dem Georges Thüring an. Er hat heute nämlich im Landrat die Frage gestellt, wo war dein Messestandort Basel? Georges, wie ist das gemeint? Ich habe mich hinterfragen, ist das nötig, wie wir die Regierung, der Kanton Basel-Landschaft, zu der Messe Basel steht. Mit den Verpflichtungen, die wir haben, wir sind Aktionär, auf der anderen Seite hätten wir etwas zu sagen, haben gleich nichts zu sagen. Und wir sehen ja eigentlich, wo es hergeht mit dieser Messe, weil wir, ja, es geht wirklich ganz runter, weil wir hier so weitermachen oder weil wir hier Profi ins Weg kommen oder wie es eigentlich ist, dass wir so ein börsenaktiviertes Geschäft gar nicht mehr haben wollen in unseren Dingen, im ganzen Parlament, dass wir das ausklammern tun und vielleicht das Geld für Gescheiteres binden. Du hast aber auch noch die Frage aufgekommen, mitmachen. Sie nicht einfach nur machen lassen. Du hast noch etwas von einem Verwaltungsratstelle gesagt. Wäre das zielführend? Das wäre, also wenn wir dabei bleiben, und da sind wir jetzt im Moment, man kann ja nicht einfach rauslaufen, dann müssen wir überlegen, wer soll dort im Verwaltungsrat sein. Es ist schon ein spezieller Verwaltungsrat, der dort muss sein. Er muss die Weltwirtschaft kennen. Er muss mit den Uhren, Schmuckmesse, wissen wir ja, aber auch mit anderen wissen, was in der Welt draussen geht, in wirtschaftlicher Hinsicht. Also folglich sollten wir vielleicht schauen, wer mehr der Kanton Basel-Landschaft dort drinnen hat als Verwaltungsrat. Das ist eine Möglichkeit. Und der ganze Verwaltungsrat, der auch Zürich und Basel-Stadt schickt, müssen wir auch einmal hinterfragen, ist das richtig so? Tipptopp, dann schließen wir das hier ab und sagen, Quo Vadis, Messe Basel. Und es geht gerade weiter. Das nächste ist die Einführung Basel bei der Notfall-App, denn jede Sekunde zählt. Das war eine Motion von Markus Dudler. Markus, eigentlich wäre die Zeit reif für so etwas, aber die Regierung hat gefunden, nein, das müssen sie nicht auf Regierungsebene machen. Warum, wieso? Ja, das begreife ich auch nicht ganz, weil für alles und jedes gibt es heutzutage eine App. Aber für das Wichtige, da fehlt irgendwie die Motivation, etwas einzuführen vom Kanton. Aber mir stimmt es extrem zuversichtlich, weil die Regierung hat doch positive Zeichen mir gesendet, dass sie am nächsten dran sind. Vielleicht gibt es sogar in der Nordwestschweiz eine Lösung für eine Notfall-App. Ich finde es extrem wichtig, dass da etwas umgesetzt wird. Ich glaube, das war aber auch der Hauptaspekt jetzt in der Diskussion, dass man darauf verwiesen hat, so etwas müsste ja nicht nur kantonal geregelt sein, sondern das muss eine Einheit geben dahinter, oder? Ja. Ich meine, du bist glaube aber auch unserer Meinung, wenn da 150 Apps rum sind, dann weisst du am Schluss nicht mehr, dann wählst du lieber 112, oder? Genau, und darum habe ich auch das umgewandelt in ein Postulat, dass ich der Regierung die Freiheit will überlassen, mit auch anderen Regierungen an den Tisch zu sitzen und herauszufinden, was ist die beste Lösung dazu. Eben wichtig ist, dass die Leute eine Anleitung haben für Notfallsituationen, was sie genau machen müssen. Und auch im Hinblick, dass zum Beispiel, als wir mehr Polizeiposten geschlossen werden, soll doch der Bevölkerungsalternativkonzept vorgelegt werden. Das ist wichtig. Tipptopp, und die Regierung hat sich darauf eingelassen und sie wird das prüfen und dann wieder berichten. Als nächstes ist bei mir Miriam Locher und jetzt geht es um ein Thema, das eigentlich seit Jahren geklärt wäre in der Schweiz. Und zwar geht es um Lohnüberprüfung nach Geschlecht, also dass Frauen gleich viel Lohn kriegen wie Männer. Miriam, das ist immer noch nicht passiert. Du hast heute ein bisschen vorbrellen. Und einstecken, weil der rechte Landrat halt gleich nicht der Meinung ist, wo wir sind. Und zwar geht es darum, dass der Kanton Basel-Land hat ja schon den Beitritt zur Lohnkarte abgelehnt, letztes Jahr. Dann sind Interpellationen von uns schon so beantwortet worden, dass darauf hinzielt, dass im Kanton Basel-Land halt einfach keine Lohnkontrollen nach Geschlecht durchgeführt werden. Das ist eigentlich leider Teil von der Gleichstellung. Und wir haben heute versucht, überparteilich zusammen mit Beatrice von Zürich von den Grünen, Andrea Heger von der EVP, etc. haben wir versucht, überparteilich Lohnkontrollen nach Geschlecht durchzuführen. Die Lohnkontrollen im Kanton Basel-Land werden ja durchgeführt, mit Steuergeldern, aber eben nicht nach Geschlecht. Also da hat man können schauen, wo liegen die Lohnunterschiede in Bezug eben schlussendlich auf Gleichstellung. Und leider hat es der rechte Landrat abgelehnt.
Aber hat man denn das verpasst in den letzten Jahren? Weil auch ich war relativ überrascht, als ich gehört habe, das ist auf dem Bund schon aufgegeben und das greift nicht. Warum greift es nicht? Gleichstellung ist noch nicht angekommen in der Gesellschaft. Es hat ganz viele kleine Teile und einer davon wären eben Lohnüberprüfungen nach Geschlecht, damit man dem einmal auf die Spur kommt, wo liegen da überall Leichen vergraben, wo besteht wirklich Handlungsbedarf. Und es geht nach wie vor, das habe ich heute im Rot gesagt, 20% Lohnunterschiede. Ein Teil davon ist erklärbar, eben durch Ausbildung, durch Teilpensen. Aber 7% sind halt einfach immer noch nicht erklärbar. Und das gilt zu beheben. Jetzt hast du gesagt, die Bürgerlichen haben natürlich nicht mitgespielt. Was bedeutet das für das Begehren weiterhin? Bleibst du jetzt hier am Ball? Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Oder sollte sich das nicht einfach jetzt mal endlich in den Köpfen der Geschäftsleute verankern? Also wir bleiben ganz sicher am Ball. Der Felix Keller hat ja gesagt, es ist traurig für KMU oder schwierig für KMU, unser Vorstoss. Wir finden die Lohnungleichheit schwierig für die Frau. Also da gilt es wirklich, etwas zu machen, da gilt es zu handeln. Wir werden sicher mit weiteren Vorstössen kommen. Paul Stügelberger und Miriam Locher hat vorher gesagt, die Frau hat vor allem einen sehr schweren Stand. Ich habe aus deinem Votum gehört, nein, das KMU hat auch einen derb schweren Stand. Wie ist das gemeint? Genau, es ist so. Es ist eigentlich nicht um Frauen oder um Gleichstellung gegangen, sondern es ist zuerst einmal um die Ergänzung des Submissionsgesetzes gegangen. Das Submissionsgesetz, das tut die Bestimmungen regeln, die man einhalten muss, wenn man eine Vergabe will vom Kanton. Also ein KMU, der einen Auftrag vom Kanton will, das muss heute schon wahnsinnig viel nachweisen. Arbeitsrechtsstandards, Sozialversicherungsstandards, Umweltschutzstandards, auch das Gleichstellungsgesetz muss man nachweisen, dass man es einhält. Also ein riesen Aufwand, den man heute muss nachweisen muss, was man alles einhält, bis man überhaupt kann sich bewerben um einen Auftrag vom Kanton. Und da will man jetzt neu auch, oder hat man wollen, der Nachweis, dass man die Lohngleichheit einhält, im Gesetz verankert. Und da sind wir der Meinung, das ist einfach zu viel verlangt von einem KMU. Moment, das ist doch schon im Gesetz verankert. Wir haben ja die Bundesverordnung. Das ist richtig. Lohngleichheit ist eine Selbstverständlichkeit. Das hat auch etwas mit Anstand zu tun. Das steht in der Bundesverfassung. Und da sind wir der Überzeugung, dass es jedes Unternehmen selber auch so soll umsetzen soll. Aber die Frage ist, muss man das jetzt wirklich mit einer externen Analyse beweisen? Also ich kenne es so viel. Ich tue selber Unternehmen beraten in diesem Gebiet. Geht etwa ein halbes Jahr, kostet 10.000 bis 20.000 Franken, bis man das wirklich alles nachgewiesen hat, wenn man das ganze Lohn System auseinanderbeineln, bis man dann wirklich Äpfel und Äpfel vergleichen kann. Und da sind wir einfach der Meinung, für die KMU, die einen Auftrag vom Kanton wollen, ist das einfach zu viel verlangt. Das heisst nicht, dass es nicht selbstverständlich sein soll, dass man die Lohngleichheit einhält, aber nicht als Bedingung für einen öffentlichen Auftrag, so einen Nachweis zu bringen. Aber jetzt hast du dich gut darum herumgewindet. Jetzt frage ich noch mal ganz frech, ja, dann bist du nicht dafür, dass man die Frauen gleichstellt? Doch, selbstverständlich. Ich meine, hoffentlich sind da alle dafür. Also, das ist ja auch die Schwierigkeit am Ganzen. Niemand, kein Unternehmen, tut absichtlich Lohnungleichheiten führen. Da sind wir zum Glück sind wir da heute ein bisschen weiter. Aber es ist eben noch schwierig, so Lohnungleichheiten, die schleichen sich über die Jahre ein. Das ist extrem kompliziert nachzuvollziehen, warum die entstanden sind. Das kann tausend Gründe haben. Und da sind wir froh, wenn die Unternehmen so Analysen machen. Ich kenne selber also viel so viele, die das gemacht haben. Das ist aber sehr kompliziert und das, glauben wir, ist einfach zu viel verlangt von einem kleinen KMU. Nur wenn es einen Auftrag vom Kanton will, den Beweis zu bringen. Also wir hoffen, dass sie das trotzdem nebendran machen, weil Lohngleichheit ist selbstverständlich. Das müssen wir nicht darüber diskutieren. Zum Abschluss von der Sendung habe ich hier ganz lockere, entspannte Marianne Hollinger. Marianne, du hast heute, wenn ich das richtig sage, demissioniert. Kann man so sagen, ja. Ich habe gesagt, dass ich zurücktrete per Ende April. Dass dann meine Zeit im Landrat leider eigentlich, weil ich habe das bis heute und bis am letzten Tag unglaublich gern gemacht, dass die jetzt zu Ende ist. Aber es ist jetzt der Rechtszeitpunkt. Aber ich spüre, du hast ja genug Elan. Warum hörst du denn jetzt auf? Laufst du bereits in die Amtszeitbeschränkung rein? Bist du am Ende schon bereits im Wahlkampf, dass du das jetzt frei machst? Ja, also ich laufe in der Amtszeitbeschränkung. Ich könnte im 2019 nicht mehr kandidieren, weil ich bin noch nachgeguckt im 06 und habe dann so eine angefangene Amtszeit. Also es ist so oder so, in einem Jahr ist meine Zeit im Landrat vorbei. Und ich finde es richtig, dass ich das jetzt mache, weil mir ist natürlich wichtig, wie die Politik in Baselbiet ist, dass es eine gute, freisinnige Fraktion da hat, auch eine zahlreiche. Und mit dem früheren Rücktritt kann ich hier auch ein bisschen positiv darauf hinwirken, auf die Wahlen 19 schon für den Landrat.
geht. Jetzt, ohne dich zu beleidigen, sage ich, reden wir doch jetzt mit einem alten Has über die letzten paar Jahre. Was ist dir vor allem geblieben und wo würdest du... Gibt es auch einen Punkt, wo du vielleicht sagst, dort würde ich heute komplett anders reingehen? No. Also ich hatte super Zeit gehabt. Ich habe vor allem die zwei, wie ich finde, besten Kommissionen gehabt. Ja, Finanzkommission und Bildungskommission. Jetzt zum Beispiel am Schluss so eine Spezialaufgabe wie Findungskommission Landschreiber. Das sind so die Stöpfchen auf mich noch. Und natürlich das Landratspräsidiumsjahr. Das ist klar, das ist natürlich ganz speziell und das ist einmalig, wenn man das erleben darf. Und das war natürlich auch mein Höhepunkt von dieser Amtszeit, das ist ganz klar. Also könnte man auch sagen, du hast wirklich in dieser Amtszeit eigentlich alles erlebt? Bist durch alle Ämter durchgegangen bis zur Landratspräsidentin? Ja, das kann man so sagen. Und vor allem, ich bin halt der Praktiker. Ich komme aus der Basis, ich bin im Dorf daheim, ich höre, was die Leute für Anliegen haben und habe das natürlich nicht nur auf die Gemeinde mitgenommen, sondern auch hier im Kanton. Und habe mich dann auch vor allem eingesetzt, wenn es eben um praktische Lösungen geht oder wenn es auch darum geht, die Gemeinden gut zu behandeln. Da vielfach ist es um finanzielle Aspekte gegangen. Und ich glaube, da konnte ich doch ein paar Akzente setzen. Zum Abschluss noch, wie macht man so einen Übergang? Ich habe mit dem Philipp Schoch schon mal geredet, der gesagt hat, ich gebe ab. Er sitzt immer noch da. Wie läuft das? Wie geht ihr da vor? Gibt es da eine Terminierung, wo du sagst, so, bis dann und dann nehme ich den Hut? Ja, ich habe mal gesehen, wie schnell das im Bundesrat geht. Wenn die sagen, sie sind retten zurück und nachher sind sie einen Monat später nicht mehr da. Dann habe ich gefunden, brauche ich auch nicht länger sein im Landrat. Also jetzt bin ich noch die nächsten zwei Sitzungen da. Und ab Mai ist dann Jacqueline Bader aus Rheinach da für mich. Und da geht das eigentlich sehr rasch und zügig. Und man hat natürlich im Voraus miteinander geredet, dass man das darauf vorbereitet ist. Aber dann ist der Abschied hier und dann ist er da. Marianne, dann wünschen wir dir an dieser Stelle alles Gute für den weiteren Weg und kann ich eigentlich nur sagen, geh jetzt zurück an Basis, geh zurück ins Dorf. Alles Gute. Ja, danke schön vielmals, gerne. Und das wäre es vom Landrat von dieser Woche. Bis zum nächsten Mal.